Hallöchen und herzlich willkommen zurück in Nerdzeitalter und bei Spacesuit Salvage Survival. Auch heute haben wir wieder den Commander als Gast dabei. Grüße! Ansonsten versuche ich hier irgendwie weiter zusammen zu puzzeln, was hier zusammen gepuzzelt gehört. Die Merch-Blöcke sind eigentlich schon ausgerichtet, das heißt, ist eigentlich hier nicht viel weiter zu tun, als jetzt so Stück für Stück die Triebwerke abzuflexen und umzusetzen. Und da ist es schon ab, sehr schön. So, und dann, halt wieder das Übliche, erstmal rausziehen, dann irgendwie nicht dagegen fliegen, dann ausrichten, dann ein bisschen ausrasten, man kennt's. So, mal gucken, wir müssen jetzt, da muss der Merch-Block ran. So, dann fangen wir den mal ein. Gut, dass ich da nochmal geguckt habe. Das wäre fast schief gegangen. Weil der Merch-Block muss natürlich an die Seite, wenn wir das Triebwerk nach unten zeigen soll. So, bei dir noch alles in Ordnung oder bist du noch am Signal jagen? Nee, das Signal habe ich gejagt und ich habe auch die Batterie so ein bisschen abgetrennt und versuche gerade mal, da ich die jetzt nochmal selbst gerade abgetrennt habe, ein bisschen angeflext habe und wieder repariert habe, ob ich sie jetzt irgendwie ziehen kann Richtung Basis. Ja, wenn man es ganz vorsichtig macht, kriegt man es tatsächlich hin, die Batterien so wegzuflexen, dass keine Batteriezelle dabei kaputt geht. Aber so hundertprozentig super funktioniert das auch nicht immer. Nee, aber ich kriege die Batterien nicht gezogen. Okay, blöd. Ja, das ist dann funktioniert mit der Motto einfach nicht. So, wir spielen mal ein bisschen Bowling. Ich versuche die mal ein bisschen einfach in die Richtung unserer Basis zu schubsen. Soll ich ein Tor aufbauen? Ja, Fußball spielen wäre gerade gut, aber irgendwie sie fliegt gerade weiter nach oben anstatt in Richtung Basis. Also was hier oben ist, also für mich von der Ausrichtung. Ist es eine mittlere oder ist es eine kleine? Das ist eine kleine, da wären zwei Energiezellen drin und wir brauchen genau eine. Das Problem ist, ich muss mich jetzt auf den Weg machen, weil ja, ich habe nur noch 20 Energie. Die Energiezelle kriegen wir da ja eh nicht raus. Da können wir ja machen, was wir wollen. Das hilft uns leider irgendwie wenig. Wir irgendwie schauen, wenn wir Energiezellen suchen, dann brauchen wir welche, die wir in irgendwelchen Kisten finden. Das ist ein bisschen nervig, aber ist halt so. Ja, da macht sich ja erstmal nicht verrückt mit. Erstmal wieder irgendwie Überleben ist gerade an der Stelle erstmal wichtiger. Irgendwann finden wir schon irgendwas und wir haben noch ein paar Batterien, bei denen wir einen Hackversuch starten können. Ja, ich habe jetzt ein paar Sachen in dem Fall sammeln können. Ein paar Motoren, Panzerung, 4 Computer habe ich gekriegt und so weiter. Das ist doch schon mal ganz praktisch. Vor allem Computer ist hilfreich. Da kann man im Zweifelsfall auch nochmal Weltpads draus bauen, wenn wir sie brauchen. Ja, sind jetzt nur 4 Stück zwar, aber immerhin. Und das ist okay, die brauchen nur einen hier pro. Also das heißt, 2 Stück brauchst du immer pro Paar. Mhm. Wobei, wie gesagt, ich versuche die so selten, wie es mir geht, zu benutzen. Also irgendwie für Gyroskope beispielsweise, da kommt man schwer drum rum. Aber für irgendwie alles, was irgendwie ein bisschen mehr Ansatzpunkte als einen hat, kann man eigentlich fast immer mit dem Merch-Block arbeiten. So, jetzt fehlt mir gerade die Orientierung, weil ich habe gerade das Problem. Wo ist zum Geier ist unten? Nee, wo ist die Basis? Hast du nicht ein GPS gesetzt? Ja, das Problem ist, ich sehe das Schiff nicht mehr. Du bist gerade an mir vorbeigedüst. So viele Varianten. Ich weiß, ich sehe dich. Ich sehe auch hier den kleinen roten. Aber das große blaue hier vorne, was so zerstört ist und wo die Dings drin ist, sehe ich nicht. What the fuck? Das ist gerade komplett nicht geladen. Die ganze Grafik ist nicht geladen. Das ist weird. Ich sehe auch zum Beispiel hier so mittendrin irgendwo in dem Gelumpe ist hier so der tote Astronaut da aus Frostbite. Mhm. Ich sehe auch in dem Fall meinen Wegpunkt, den ich hier gesetzt habe. Die Frage ist nur, wo ist der Eingang? Ich sehe den nicht. Okay, das ist richtig komisch. Im Zweifelsfall hätte ich gesagt, versuch mal ein Reconnect. Wenn es gar nicht anders geht. Ich werde gleich sowieso respawnen, also ich habe noch 6%, danach geht mir gleich sowieso der Sauerstoff aus. Achso, ja okay, dann gibt es einen Zwang, dann müsst ihr aber auch versuchen zu respawnen, zu reloaden. Muss ja zwangsweise, wenn du wieder auf das Survival-Kit gehen willst.
Ja, dann muss er ja reloaden, sozusagen auch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also wenn ich so gerade drüber nachdenke, ich kann mich daran erinnern, wir hatten auch damals, als wir das, das Mars-Szenario gespielt haben, hat man auch manchmal so kleine komische Quirks gehabt. Es kann vielleicht einfach sein, dass Workshop-Szenarios und Multiplayer so ein bisschen so, weiß nicht. Ja. Kann manchmal so ein bisschen komisch sein. Kann manchmal ein bisschen komisch sein, aber ich könnte mal versuchen, hier irgendwie ein Block-Update zu erzwingen. Indem ich einfach irgendwas anflexe und anschweiße. Wieder. Jetzt mal gucke, wo ist der Punkt? Da. Jetzt hast du gerade kurz die kurz hier einen Passagenblock getroffen. Mit dem Gesicht. So, jetzt bin ich irgendwo drin. Ich bin im Tunnel drin irgendwo, oder? Nein, bin ich nicht. Mal schauen. Nö, doch, grad bist du irgendwo anders. Ja, hello. Kann auch nichts anflexen. Das ist critical. Ja, ich hätte jetzt auch den Helm aufmachen können. Okay, jetzt bin ich tot. Jetzt ist der Witz da. Ich bin jetzt im Schiff. Hier ist mein Astronaut. Okay. Ich sehe nicht. Ja, dann machen wir ein Reconnect. Dann ist alles andere hilft dir dann nichts mehr. Ja. Ja, das könnte wirklich an den Szenarien liegen. So. Würde ich mal ganz schwer vermuten, dass da irgendwas ein bisschen rumspinnt. So, dann mache ich mal einen kompletten Reconnect. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich gerade mit dem. Ja, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, das gebe ich offen zu. Das, Energy low. Oha, Energie ist bei mir gleich wieder am Problem behaftet sein. So. Ich könnte mich aber wieder ein bisschen gerade hinsetzen, weil ich stelle gerade fest, es passiert mir schon wieder, dass ich wieder hier in meine typische ich versinke in Konzentration-Position falle. Das, was du auch regelmäßig im Stream machst. Ja, genau. Im Stream ist es halt auch noch schlimmer, weil irgendwie da teilweise die Kameras super beschnitten sind, was die Szenen angeht. Ist dann halt so manchmal. So, den Gravity Generator, mit dem haben wir, glaube ich, auch das Problem. Da kannst du nirgendwo anders ansetzen als unten. Ja. Aber der sollte jetzt auch mal langsam umgeschoben werden. Weil auch den würde ich tatsächlich sehr, sehr gerne mitnehmen. Schwerkraft ist eine feine Sache, habe ich ganz gerne. So, das heißt aber, das wird dann auch wieder ein Welding Pad werden. Da oder ich packe ihn hier, glaube ich, direkt in die Ecke, oder? Das alles andere wird ein bisschen blöd. So. Dann kommt er hier ab. Drei Stunden später. Jetzt aber. Stimmt nicht mit dem. Okay. Warum kann ich ihn nicht anfassen? Okay, das ist ja geil. Der Schwerkraftgenerator lässt sich nicht bewegen. Der hier, der Schwerkraftgenerator. Ja. Der hier oben. Den kriege ich nicht angefasst und weggezogen. Das ist ganz weird. Der denn detached? Ja. Ich bin gerade detached. Ich sag gerade, Block is free floating, nothing to detach, aber wenn ich jetzt hier irgendwie mit R und dann geht das nicht.
Vielleicht auch nochmal ausschalten mit Bader, wobei der hat keinen Strom, ne? Ja klar, ist ja nicht mehr angeschlossen. Ja, dann am besten nicht groß gegenfliegen, damit er erstmal so halbwegs in seiner Position bleibt. Ja. Und im Zweifelsfall muss ich mir irgendwie was ausdenken, wie ich irgendwie mit dem Schiff dahin fliege. Ich weiß es auch noch nicht. Was ist denn mit dem Gyro hier unten? Das könnten wir eigentlich mal übernehmen. So, ich detach das mal. Ja. Jo, hab gesehen, so. Ist ab. Warte mal, lass mich mal gerade noch mal gucken. Ich versuch's noch mal zu ziehen. Vielleicht funktioniert es jetzt, dass ich... Weil ich habe gerade schon ein bisschen dran gezogen. Nee, aber ich müsste es jetzt... du siehst ja, wie weit ich weg bin. Und ja. Jetzt ist auch schon wieder gerissen, ist schon wieder rot. In dem Fall, also bewegt sich kein bisschen. Ich dachte jetzt vielleicht, dass es beim Laden der Mod irgendwie ein Problem gab, weil ich die ja vorhin erst runtergeladen hatte und gleichzeitig dann... Normalerweise kratzen das aber nicht. Also gut, klar, möglich ist alles, insbesondere hier bei Space Engineers. Aber nee, das scheint einfach irgendwie, entweder funktioniert die Mod grundsätzlich im Multiplayer nicht gut, das habe ich offen gesagt nicht nachgeguckt, oder es liegt daran, dass es ein Szenario ist, oder beides. Ja. Müsste man mal schauen. Genau. So. So, ich versuche dem Gyro hier mal ein bisschen Rotation zu geben, dass ich das da einfügen kann. Willst du den Zeitschaltblock hier unten auch noch verwahren? Nee, den brauchen wir nicht, die können wir bauen. Warum auch immer Timer-Blöcke können wir tatsächlich bauen. Ja, weil Herstellungskomponenten und interne Panzerung drin sind, dann würde ich die nämlich mal komplett abbauen. Genau, der kann weg. So, der ist jetzt weg. Ich versuche gerade das Gyro hier anzupassen. Kommt angeflogen, setzt auf und mag noch nicht. Jetzt. Okay, das hätten wir auch. Sehr gut. Ja. Wir haben jetzt hier auch Triebwerke in zwei weitere Richtungen. So ein bisschen die Frage, wie bauen wir das mit Schiff weiter? Weil was ich eigentlich hier gerne mal machen würde so langsam, ist mir irgendwie Gedanken darüber machen, ob wir hier vielleicht irgendwie sowas wie einen Hangar hinbauen wollen. Wobei, so viel Platz wird da hier wahrscheinlich gar nicht drin sein, im Großen. Wie war denn das mit dem Gate? Das braucht, glaube ich, zu viel Platz. Ja, das wäre für das Schiff. Naja, gut, man kann es irgendwie anpassen. Das, ja. Wir probieren es mal. Was kann schon schief gehen? Wir müssen halt nur irgendwie schauen, dass man hier eine Verbindung hinkriegt. Wobei das Gate halt auch so absurd viel Teile braucht, ne? Naja, vielleicht erstmal nicht. Vielleicht irgendwie in einem zweiten Anlauf, dass man jetzt irgendwie erstmal sagt, okay, man schaut jetzt erstmal, dass man irgendwie ein Schiff zusammenbaut, das irgendwie funktioniert und das irgendwie von A nach B geflogen gekommen. Das muss jetzt irgendwie auch kein wahres Wunderwerk der Technik werden. Ja, das stimmt schon. Weißt du was? Ich gehe nochmal wieder auf Erkundungstour, nachdem ich mich aufgeladen habe. Okay. Wir testen einfach nochmal, ob es wieder zu dem Phänomen kommt, dass ich gleich wieder nicht sehe. Das wäre auf jeden Fall, dann wissen wir es auf jeden Fall mit Sicherheit, ja. Ja, genau. Und weil ich habe nämlich schon wieder ein Unanknow-Signal in 4 Kilometer Entfernung mit 13 Minuten. Denk mal, das werde ich nochmal jetzt dann ausnutzen, werde das nochmal anfliegen. Okay, alles klar. Einfach nur um ein bisschen Material zu holen, weil ich habe gerade ja schon eine Ladung geholt. Die ist auch im Container drin, ne? Also für dich zur Info. Da hat wieder was reingepasst. Ich hatte eine lange Zeit das Problem, dass der komplett voll war. Nö, ich habe da gerade vorhin alles das, was ich gefunden habe, reintun können.
Okay, super. Dann so Herstellungskomponenten und ja, Computer und sowas alles konnte ich dann noch gerade schön reintun. Das ist sehr cool. Das ging bei mir eine Zeit lang nicht. Aber ja gut, ich meine, auf der anderen Seite haben wir jetzt auch wieder viel Zeug rausgeholt. Ich mache jetzt den Teilebesorger für dich. Alles klar, dankeschön. Ja, tatsächlich, Feststellung ist so ein bisschen, es ist schade, dass das mit dem Teileziehen irgendwie nicht nur für den funktioniert, der das Ding hostet. Ja. Das hatte ich mir so nicht vorgestellt. Naja. Das könnte sein, naja, ich habe hier so eine Fluchtdrohne. Was, eine Fluchtdrohne? Ja, die flieht vor mir, die haut ab. Ach so. Ach, die Dinger, ja, die sind furchtbar. So, ich habe das Triebwerk außer Kraft gesetzt. Aber sie hat nun mal jetzt leider gerade schon Bewegung. Steuerung war das, ne? Steuerung Z. Ja. So. So, ich versuche gerade mal das erste Hecktriebwerk einzupassen. Okay, der hat nichts. Jackpot, Jackpot. Was haben wir denn? Ja, Space Credits, damit können wir bei Stationen einkaufen. Bringt nicht viel, aber 100 Computer waren drin. Das ist gut. Das ist tatsächlich echt gut. Und Space Credits ist auch nicht zu verachten. Also tatsächlich dieses dazu bei Stationen. Ja? Dazu habe ich jetzt gerade, wie gesagt, Energy critical. Na. Ein Triebwerk zerlegen können. Mhm. Und ja, jetzt gerade noch irgendwie ein paar kriege ich jetzt noch hier durch die Buttons, kriege ich jetzt auch noch mal jeweils einen Computer, der hat 4 Stück dran. Das ja, ist das schon lohnt. Mal nicht. Das lohnt sich schon gut. Ja. So, Hammers? Nee, das will ja noch nicht so richtig. Da müssen wir noch mal helfen. Jetzt. Ja, dann ist das halt erstmal so eine fliegende Knutschkugel, das ist ja in Ordnung. Oh, das war vielleicht gefährlich, ich muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich irgendwas abflex und am Ende des Tages, hoch, wo ist denn mein Schiff? Es hält nicht mehr zusammen. So, aber rein theoretisch. Super. Moment mal kurz, ich bin schon wieder am Rumsterben. Ich weiß. Aber so rein theoretisch, das Schiff wäre jetzt wahrscheinlich noch nicht super, aber es wäre flugfähig. Ja, du wolltest ja noch gucken, ob du die Wasserstofftriebwerke mitnehmen kannst, ne? Und naja, den Tank. Naja. Ja gut, ich meine irgendwie, das Ding kann sich in alle Richtungen bewegen. Das ist halt irgendwie Definition flugfähig, okay, aber das mit dem Tank und so muss auf jeden Fall noch. Das ist klar, das fehlt noch komplett. Aber da habe ich jetzt Ideen, was wir da machen können. Da lege ich das hier noch so weit, so grob eben ein bisschen, damit wir Stahlplatten haben. Ja, das ist super, weil da werden wir noch eine ganze Menge von brauchen, das Ding zuzukriegen. Ja. So ein bisschen dicht machen wäre ja immer noch ganz schön. Ich glaube, ich habe einfach noch gar keine Conveyor benutzt. Dann nennen wir das doch mal. Oh, ich habe keine Teile dafür einstecken. So, dann komme ich jetzt mal auf den Weg nach Hause. Jo. Was haben wir denn also im Inventar? Was haben wir denn Schönes? Ah, mit Metallschrott habe ich eingesammelt. Triebwerkskomponenten, Stahlplatten. So, Computer habe ich jetzt 113 gesamt. Okay. Sensorkomponenten habe ich 6 Stück. Kommunikationskomponenten 4. Okay, das ist cool. Ja. So, 289 Eis ist da noch drin, das ist aber auch nicht gewählt.
Der da oben ist kaputt. Kriegen wir den gefixt? Der braucht noch ein paar Computer, die müssten noch in der Kiste sein. Oder wir können auch noch die Antenne kann man auch noch zerlegen, krass. Ja, das ist auf jeden Fall Stahlröhrchen, ist schon mal kein Thema, da haben wir noch ein paar. Oh ja, Computer haben wir auch definitiv mehr als nur ein paar. Ja, bin ich jetzt gerade reingegangen. Ich habe da 112 gerade oder 113 reingeschmissen. Sau gut. So, was hatte ich jetzt vor? Ich wollte irgendwas tun, dafür habe ich Computer gebraucht und jetzt habe ich schon wieder vergessen, was es war. Sehr gut. So. Ja, du sagtest auch was gerade von wegen, dass Eis knapp ist. Hier fliegt ein Panel rum. Ein programmierbarer Block, ein kleiner mit einer Magnetplatte. Ja, das den habe ich mal gesichert. Der muss dann mal hier irgendwie zurück irgendwo hin, so. Wo er nicht mehr wegfliegt. Ja, deswegen, weil ich kann ja leider nicht ziehen. So, ich fülle mich alles mal gut. Auf. Ich habe ihn schon gefangen. Du sagtest, 200 Eis haben wir nur noch? Ja, in dem unteren H2O2-Generator waren nur noch zwei. Ach, jetzt weiß ich auch, was ich mit den Computern wollte. Ich wollte den oberen H2O2 reparieren. Und die Computer, die ich meinte, hätten eigentlich Motoren sein sollen. So, gut. Dann würde ich mal gucken, wo ist der nächstgelegene Asteroid? Hier da oben, ne? Sind das doch ja passend. Ich glaube irgendwie, ja, unten oben ist ja immer so eine Sache, aber irgendwo hatte ich, glaube ich, in der Distanz was gesehen, was wie ein Eisasteroid ausgesehen hat. Ja, ich habe hier so einen großen Klumpen, der gerade von der Sonne angeleuchtet wird. Da fliege ich gerade hin. Mhm. Das sind die nächstgelegenen, die wir zum Schiff haben. Und da gucke ich mal, ob ich da so ein bisschen Eis finde. Dann bringe ich mal eine Ladung Eis mit. Ja, muss ja nicht wahnsinnig viel sein. Das ist ja das Schöne daran. So ein Rucksack voll reichen. Ja, ja, das hält eine Weile. So, gibt es denn irgendwo noch schöne Stellen, wo ich Motoren klauen kann? Im 2-2 Landing Gear. Weil irgendwas, weil das, was dieses Wrack nie wieder tun wird, ist landen. Oh! In dem anderen Generator sind übrigens auch noch 5K Eis. So, brauche ich gar nicht mehr suchen, glaube ich. Nö, ich glaube, das hat sich gerade so ein bisschen. So ein ganz kleines bisschen erübrigt. Ja, da drüben leuchtet es aber blau. Den würde ich gerne mal gucken. Naja, mal nachschauen, das ist jetzt ja nicht schlimm. Im Zweifelsfall wissen wir, wo es ist, ne? Ja. Wenn es schon blau auf der Außenseite leuchtet, gibt es so zwei Sachen, die sein könnten. Ja, aber ich hatte es auch schon ganz, ganz oft, dass es irgendwie so, dass ich dann irgendwie schon sehr verzweifelt nach Eisasteroiden gesucht habe und blau leuchtende Asteroiden finde und dann kommst du näher und stellst fest, nee. Was kann es wohl sein, wenn es blau leuchtet? Gibt nur zwei Sachen. Eis und... Ja, nö, es kann auch einfach ein stinknormaler Asteroid sein, der nur aus irgendwelchen Lichteffekten blau wirkt. Nee, es gibt immer zwei Sachen, die blau leuchten und eins davon ist das seltenste Mineral, was du irgendwo gefunden hast, beziehungsweise womit du dir in deiner Folge auch immer was kaputt gesucht hast, Kobalt. Ja, gut, stimmt. So, und ich komme gerade hin und denke mir so, oh, der leuchtet schön blau. Du kann, aber... Könnte Eis sein, kommst dran, Kobalt. Aber, weißt du, was gerade total seltsam ist? Hm? Warte mal. Liegt es daran, dass das ein einzelner Block ist? Nö, das Dings. Es sieht so aus, als ob die Mod bei mir nicht mehr funktioniert. Die zieh und mach schön Mod. Okay. Bei dem Block geht's jetzt aber wieder. Hä? Was spinnt hier? Achso, nee, die funktioniert deswegen nicht, weil hier nur ein Glas ist. Verstehe. Du auch immer alles wegmachen, ne? Ja. Da scheinen noch irgendwo Dinge irgendwas festzuhalten. Jetzt dürft ihr aber nichts mehr festhalten. Warte mal. Ah, deswegen, das war ein Static Grid.
Und deswegen konnte ich auch den Generator nicht verschieben, weil auch der ein Static Grid ist. Ah. Das ist natürlich insofern ein bisschen unglücklich, weil ich jetzt hier gerade den Lüfter abgetrennt habe. Ja, den parke ich jetzt hier einfach irgendwo in der Ecke. Ich kann mich ja draufsetzen und kann gucken, dass er da bleibt, wo er ist. Okay, der ist still. So, dann kommt das ganze Ding zurück. Achso, der ist jetzt ja wahrscheinlich auch noch static, ja. Boah, weißt du, was richtig schlimm ist? Hm? Blöcke mit hier Cargo-Anschluss zu ziehen. Weil sobald du irgendwie den Klick machst, weil du es festhalten willst und du zufälligerweise über dem Cargo-Anschluss bist, nö, dann macht das Cargo auf und dann war's das halt. Okay. Ja, ach, das ist. Was soll ich sagen? Ist halt, ja. Irgendwas ist halt immer, irgendwelche kleinen Probleme hat man dann. So. Und dann gehen wir hier rüber. So, ein bisschen ausbremsen. Hast du jetzt das Schiff hier, das blaue vom... Nee, Moment. Der rote war ja aber auch nicht kein Static. Du hattest das nicht alles auf Static gesetzt. Doch, das Originalschiff ist ein Static Grid, habe ich gerade gesehen. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen, deswegen konnte ich auch nichts ziehen. Hast du es jetzt raus zurückgesetzt? Das ganze Schiff noch nicht, nur die Teile, die ich abgeflext habe. Energy low. Okay. Kann man denn einzelne Teile umsetzen? Okay. Das mache ich ja die ganze Zeit. Ich trenne was ab und setze es um. Ja, wenn es ein Terminal hat, kann ich es auch auf Static, kann ich es von Static auf links umschalten. Das ist ja dann ein eigenes fliegendes Grid. Jetzt brauche ich ein Terminal in dem Fall. Das war der Punkt, der mir jetzt gerade so. Genau. Der Hintergrund hatte. Im Zweifelsfall kannst du natürlich auch immer irgendwie so ein Kommandopanel irgendwo ranschrauben und es dann damit machen. Interessante Konstruktion sehe ich gerade, mal hier einen Durchgang zu nehmen und den hinten vorne ein Triebwerk zu setzen. Ja, das hat man früher recht häufig gemacht, als man noch irgendwie andere Blöcke noch nicht hatte. Früher war alles besser. Ja, das würde ich nicht sagen. Das würde ich, also zumindest nicht bei Space Engineers. Also da hat sich schon vieles zum Guten getan, das muss man sehr klar so sagen. Okay. Nicht alles, mit Sicherheit, aber doch einiges. Aber auch da kommt es auch sehr drauf an, je nachdem, wen du da ausfragst. Manche in der Community sind da irgendwie sehr uiuiui und überhaupt. Und Keen ist das schlimmste Unternehmen aller Zeiten und frisst kleine Kinder zum Frühstück. Andere finden sie super gut, keine Ahnung. Ja. Ich bin relativ entspannt. Ich meine, ich habe das Spiel damals, als es wirklich super, super frisch in den Early Access kam, irgendwie gekauft. Ging halt eigentlich noch nicht wirklich was mit. Egal, hab's trotzdem gezockt. Und dann irgendwann später. Ich habe dann auch tatsächlich erstmal eine ganze Weile lang nicht gespielt, einfach weil. Gab dann irgendwie auch nur bedingt viel. Du hast ein paar Asteroiden, du hast ein paar Schiffe, das war's. Ich muss mal kurz tanken. Und ja, es war eigentlich eher wirklich so, du kannst ein paar Blöcke setzen, fertig. Also da war noch nichts mit Survival oder so, sondern es war einfach nur wirklich eine Kreativ-Sandbox und fertig. Und dann habe ich es auch irgendwie erstmal liegen lassen, sozusagen wie so ein Wein, das legen wir jetzt erstmal 3 Jahre ins Regal. Dann kam irgendwann das Survival-Update, die Planeten, die kamen sogar vorher dazu, dann kam das Survival-Update und irgendwo so um den Dreh rum habe ich mir gedacht, guckst du mal, was sich da getan hat, und seitdem nicht mehr von losgekommen. Ja, das ist natürlich dann auch so eine Sache. Aber du, ich kann dich ganz gut verstehen. Also auch für mich ist es so, dass es einfach mal eine andere Art von Spiel ist. Also ich bin einer, der auch gerne sowas wie Minecraft und sowas gespielt hat oder auch generell noch selber spielt. Ja, Klötzchenbaugrafik ist klar.
Hab auch da gerne Sachen gebaut, große Sachen, komplexe Sachen hier mit den Redstone-Schaltungen und alles. Mhm. Und als ich dann irgendwann von Space Engineers gehört habe, habe ich mir gedacht, oh, das willst du mal haben, so, ne? Weil das erste, was ich irgendwie gesehen habe, war die Basis auf dem Asteroiden und dann man kloppt sich da mit Kanonen und na, jeder hat sich ein dickes Schiff gebaut irgendwie. Das war dann so, als es dann nicht gerade frisch, ganz frisch war das Spiel, aber in dem Fall so weit, dass es, dass man damit was machen konnte, ne? Ja. Und da bin ich dann das erste Mal jetzt aufmerksam geworden auf das Spiel und das sah super aus für mich, ne? Es hat so klasse Spaß gemacht, dass ich mir gedacht habe, so, das willst du haben. Ja. Ne? Bis ich mir jetzt dann irgendwann mal vor ein paar Monaten dann sagen konnte, endlich so, das Spiel ist jetzt mal meins, ne? Ich hol's mir mal. Ja, das ist irgendwie überhaupt das, also das Teil. Also man kann es halt wirklich, wie gesagt, sehr, sehr viel Zeit damit mit irgendwie killen. Es geht. Auch Minecraft habe ich früher auch viel gespielt. Also ich glaube, Minecraft ist eins, irgendwie habe ich auch absurd viele Spielstunden drin. Kannst du mal gucken, ob du den fertig schweißen kannst? Ja, das kann ich mit Sicherheit gleich machen, wenn ich genug Bauteile habe. Stahlrohr groß, warte mal, ich hole mal eben kurz was. Damit. Ja, ich hatte gehofft, dass du zufälligerweise eins einstecken hast, weil ich habe gerade keins. Nee, ich hab gerade vorhin doch alles erstmal leer gemacht. Was brauchen wir noch? Komponenten oder brauchen wir noch was? Nö, ich glaube, das war's so ziemlich. Nee, der Rest ist schon drin. So. Ist fertig geschweißt. Sehr gut. Und auch schon angeschlossen. Also eigentlich können wir ihn ja jetzt gleich wieder wegflexen, ne? Wenn er jetzt einmal verbunden ist, ist er verbunden, ne? Ja, warte mal nur sicherheitshalber. Jetzt. Willst du beide Fusionsblöcke jetzt wegflexen hier? Ja, ja, jetzt können sie raus. Ich hab hier nur eine kleine Brücke gebaut, weil ich mir gerade nicht ganz sicher bin. Der Airvent hat nämlich, nicht der Airvent, der H2O2 hat nämlich nicht an jeder Stelle einen Fixpunkt. Und wäre ein bisschen schade, nachdem er sich jetzt irgendwie gerade viel Mühe gegeben hat, das ganze Ding zusammenzubauen, wenn es gerade wieder wegfliegt. So, ich habe beide Fusionsblöcke jetzt mal weggemacht. Super, danke. So. Ich ramme ein bisschen Metall wieder in die Platten, dass ich, so viel zu dem Thema, ich habe gar keinen Platz mehr. Ja, sag was, schweißen, sag was. Ja, ich muss gerade auch ein bisschen gucken, wo ich Zeug loskriege. Oh, warte, ich besorge mal ganz schnell wieder Material. Ich nehme gerade wieder den nächsten Auftrag. Oh ja, sehr cool. Ja, nur einzigster Nachteil ist, der Container ist jetzt wieder voll. Ja. Das heißt, ich muss das Material mitnehmen. Aber ganz schnell einmal aufladen, 13 Minuten habe ich noch, 2 Kilometer die Strecke, das sollte gehen. Ja, wird schon irgendwie. Was übrigens auch schon wieder geht, ist die Zeit. Wir sind schon wieder so weit. Ey, du hast ja auch echt die Zeit vergeht, wie im Fluge. Ja, tatsächlich. Und im wahrsten Sinne des Wortes, wir fliegen. Im Raumfluge, ja. Wobei, streng genommen, wir fliegen ja gar nicht, sondern wir fallen. Auch wieder wahr. Ja gut, wir haben Jetpack, dann fliegen wir. Egal. Kontrollierter freier Fall im luftleeren Raum. Ja, dann auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal an dich. Vielen Dank fürs Mitspielen. Das ist sehr cool, macht Spaß. Und immer. Ja, euch natürlich wie immer viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei uns. Ciao. Ciao. Ja.